Dies ist dieser Sonnenkreis oder Sonnenrad, was ich eben erwähnt habe. Das sieht in der Tat aus wie ein fünfspeichiges Rad aus Bronze. Ganz in der Mitte ist ein Loch, hat wahrscheinlich auch wieder der Befestigung gedient. Ebenso ist an den Spitzen der Speichen, wo sie an den Außenrand des Rades treffen, auch jeweils an diesem Außenrand relativ mittig ein Loch angebracht, wahrscheinlich auch zur Befestigung auf irgendeiner Fläche. In der Mitte haben wir eine Erhöhung. Das sieht ähnlich aus wie ein Schildbuckel, würde ich mal sagen. Das mit der Reflexion tut mir leid, man kann das leider nicht besser machen. Ich kann versuchen, die Kamera mal ein bisschen höher zu halten, in der Hoffnung, dass die Reflexion dann verschwindet. So ungefähr. Mit Gewackel, aber ohne Reflexion. Sieht man das Ding einmal ganz Auge in Auge sozusagen. Hier haben wir eine solche Darstellung eines, ja, wahrscheinlich Auges. Wie gesagt, die sind rhombusförmig und in der Mitte ist halt rundlich die Pupille dargestellt. Und das steht halt auch im Zusammenhang mit diesem Kult um das Auge oder die Sonne. Man sieht auch Löcher. Einige davon beabsichtigt, einige davon unbeabsichtigt. Zum Beispiel das auf der unteren Ecke oder das die beiden links im unteren und im oberen Teil relativ nah an der Ecke und auf der rechten Seite auch relativ nah an der Ecke. Die wurden wahrscheinlich zur Befestigung des Stücks genutzt. Ansonsten ist da aber auch noch ein Loch innerhalb dieses Pupillenkreises. Ich gehe mal wieder mit dem Finger davor und hoffe, dass ich es treffe. Dieses Loch hier. Das gibt es auf der anderen Seite auch nochmal. Es könnte eventuell auch zur Befestigung verwendet worden sein, aber an der Stelle kann es auch sein, dass es vielleicht einfach nur ausgebrochen ist. Wobei das linke allerdings sehr ordentlich und rund gearbeitet ist, also wird es wahrscheinlich auch der Befestigung gedient haben. Hier sehen wir ein Beispiel dafür, dass die Kulturen dort in Sichuan nicht nur mit sich selbst beschäftigt waren, nein, es gab auch Handelskontakte, auch mit den Shang. Und dies ist ein Lei-Gefäß, das von den Shang importiert wurde. Und es zeigt wiederum das für die Shang typische Dekor. Wir haben ein Tautier, da schauen wir direkt drauf. Leider lässt sich wegen der Beleuchtung nicht so gut sehen, aber der Grat, der hier da in der Mitte ist, ist die zentrale Spiegelachse. Und wir sehen hier ein Horn, dort ein Auge. Und hier unten ein Maul. Ansonsten der Hintergrund ist wieder mit diesen Kringeln, mit diesem Mäandermuster gestaltet. Das sogenannte Lei Wen, also Blitz- oder Donnermuster. Es findet sich in verschiedenen Formen und Ausführungen, zum Beispiel auch hier. Und auch hier am Fuß haben wir ein Lei Wen. Und ein solches Lei ist auch ein Opfergefäß. Was hier noch auffällig ist, wir haben hier als Dekor auch noch Darstellung von Schafsköpfen. Und zwar zu allen vier Seiten. Beim Lei handelt es sich auch um ein Gefäß zur Opferung von Speisen. Ich glaube, es wurde auch für Fleischopfer verwendet. Allerdings nicht zur Zubereitung, sondern wohl eher nur zur Aufbewahrung. Also im Gegensatz zum Ding haben wir hier keine Möglichkeit, dieses Gefäß über eine Hitzequelle, also glühende Holzscheite oder Kohlen, zu stellen. Der Standring ist ganz abgeflacht und eignet sich halt eher für die ganz normale Lagerung oder ja, einfach um etwas hinzustellen.